Also, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind hier zu unserer kleinen Pressekonferenz im Zuge von openantrag.de, einer Bürgerbeteiligungsplattform, die wir Piraten quasi jetzt in verschiedenen Parlamenten in den Einsatz bringen werden. Ich stelle Ihnen erstmal kurz vor, wer hier alles so sitzt. Zu meiner Rechten ist Joachim Paul, der NRW-Fraktionsvorsitzende der Piratenpartei oder der Piratenfraktion. Zu meiner Linken, ich bin André Hoffmann, der Listenkandidat auf Platz 1 für den Hessischen Landtag, bevor ich es vergesse. Zu meiner Linken ist Christoph Zerbe, er ist der Entwickler von der Plattform. Norbert Rücker ist Kommunalabgeordneter in Darmstadt-Dieburg. Herbert Förster ist Kommunalabgeordneter hier in Frankfurt. Stefanie Szymanowski ist Listenkandidat auch für den Landtag auf Platz 2. Und Gregory Engels ist auch in Offenbach Kommunalabgeordneter. Wer noch fehlt und hoffentlich gleich kommt, ist Jens Wolfhard Schicke-Uffmann. Er ist Spitzenkandidat für die Bundestagswahl in Niedersachsen und in Braunschweig auch Kommunalvertreter. Und bevor wir jetzt richtig anfangen mit dem Erzählen, ein kurzes Intro-Video zum Thema Open Antrag. Man hat das jetzt leider nicht ganz so gut erkannt hier. Ich entschuldige mich auch für die Musik. Im Endeffekt hat das kurz schon gezeigt, worum es eigentlich geht. Die Idee, die dahinter steht, hinter Open Antrag einfach Menschen direkt in Parlamente zu bringen. Das heißt, auf einem ganz einfachen Weg Menschen tatsächlich Anträge über Piratenfraktionen in Parlamente zu bringen. Es ist eine Form von direkter Beteiligung, die es in der Form noch nie gab und die wir aktuell schon in verschiedenen Kommunalparlamenten umsetzen. Es ist ein Prozess dahinter, wie das Ganze abläuft. Der Antrag wird eingereicht, wird von den entsprechenden Abgeordnetenfraktionen geprüft, übernommen, in Ausschüsse eingebracht zum Beispiel oder dann ins Parlament und dann abgestimmt. Ich will auch gar nicht so viel schon darüber reden, weil wir haben den Christoph Zerbe hier als Entwickler von dieser ganzen Beteiligungsplattform und er wird das jetzt Ganze noch ein bisschen näher darstellen. Ja, dann mache ich mal mein Mikro an. Ja, entstanden ist die Idee damals in Wiesbaden. Wir haben auf der Piratenfraktion Linke und Piratenfraktion in Wiesbaden eine Möglichkeit geschaffen, den Bürgern Anträge einzustellen und dass wir sie dann für sie bearbeiten. Und es kamen dann immer mehr Leute auf uns zu, die sagten, oh, das hätte ich auch gerne für meine Fraktion in Frankfurt überall. Marburg-Biedenkopf, die waren da und wollten das ganz, ganz dringend und so. Und dann habe ich mich irgendwann dazu entschlossen, weil wir in Hessen schon häufiger über das Thema gesprochen haben, Bürgerportale zu bauen, es einfach mal in Angriff zu nehmen. Und daraus ist jetzt in den letzten 8 Wochen dieses Portal entstanden, das gerade auch, Sie hören es schon, der neue Antrag,
Also die Zustimmung der Fraktionen innerhalb Deutschlands, die habe ich so nicht erwartet. Also ich dachte schon, dass einige mitmachen, aber das sind 28 Parlamente dabei, sind zwei Landtagsfraktionen. Die dritte ist demnächst mit Saarland, die steht schon vor der Tür. Die ganzen Fraktionen in Schleswig-Holstein wollen da auch mitmachen. Das ist schon ziemlich gigantisch. Dabei ist die Idee dahinter eigentlich so simpel, wie es nur sein kann. Ja, es gibt jemanden irgendwo, der sitzt und sagt, ach, ich hätte ganz gern hier eine Ampel hingestellt. Er bekommt diese Idee, diese Sache nicht in sein Parlament. Es sei denn, er kennt jemanden, der im Parlament sitzt oder jemanden, der jemanden kennt oder schreibt eine Mail an jemanden oder schreibt einen Brief. Aber das ist uns alles nicht transparent genug, weil wir nehmen das Wörtchen Volksvertreter nicht nur ernst, sondern wir nehmen es wörtlich. So. Und Open Antrag ist im Prinzip nichts anderes als eine moderne Form der Volksvertretung. Also ich habe auf der Startseite steht auch das Wörtchen Proxy. Das ist ein technischer Begriff für einen Umstand, dass wir etwas weiterreichen. Natürlich nur, wenn es unserem eigenen Selbstverständnis entspricht. Also es ist jedem überlassen, Anträge einzukippen in Open Antrag, in welchem Parlament auch immer. Aber wir entscheiden dann schon noch, ob das unserem Selbstverständnis entspricht. Und ich sag mal, Blödsinn wird dann sehr transparent, aber rausgefiltert. Ja? Die Prozesse, die hinter diesen einzelnen, also der Fokus von Open Antrag liegt zunächst einmal auf dem Parlament selbst. So, das sieht man auch schon an der URL-Struktur. Wenn Sie da draufgehen, geben Sie ein openantrag.de/Wiesbaden. Nicht Piratenfraktion Wiesbaden, sondern Wiesbaden. Weil das Ziel daran ist, die Bürger so ein bisschen daran zu gewöhnen, dass in Ihrem Parlament jemand sitzt für Sie, der Ihnen Anträge einstellt. Und alle Fraktionen, die daran teilnehmen, haben eine eigene Seite. Die ist ein bisschen individuell gestaltet, um so ein bisschen den Lokalkolorit herauszukehren. Und das ist das Wichtigste, jede Fraktion legt für sich selber einen Antragsprozess fest. Wir haben jetzt festgestellt, dass der in Nordrhein-Westfalen im Landtag und der in Schleswig-Holstein natürlich etwas länger ist als jetzt in einem Ortsbeirat oder in einem Kreistag. Aber das ist sehr individuell, kann sich jede Fraktion, die an Open Antrag teilnimmt, ihren eigenen Antragsprozess, der transparent auf der Webseite dargestellt wird, zusammenbauen, wie sie das gerne hätten. Ja, das wäre es zunächst einmal zu der technischen und zur Übersicht. Gut, kommen wir vielleicht zu ersten Erfahrungen, die wir schon gesammelt haben in den Kommunalparlamenten. Wir haben, wie gesagt, den Norbert Rücker und den Herbert Förster hier. Und die beiden können kurz schildern, wie ihre Erfahrungen bisher mit Open Antrag schon waren. So, ja, ich bin seit 3 Wochen jetzt kräftig mit dran, an dieser Plattform zu arbeiten. Zunächst haben wir mal Anträge eingestellt, die wir schon hier im Parlament laufen hatten oder die wir entwickelt haben. Ah ja, mein Name ist Herbert Förster und ich bin hier Stadtverordneter in Frankfurt. Schon beim Eingeben haben wir verschiedene Sachen noch optimiert. Gerade hier in Frankfurt geht ein Antrag durchaus zweimal durch verschiedene Ausschüsse. Das haben wir dann da auch abgebildet, sodass das jetzt ein rundes Ding ist. Und schon beim Eingeben habe ich gemerkt, dass eben schön viele Zwischenstufen drin sind. Die beginnen bei dem anonymen Eingeben. Das heißt, wer immer da was eingibt, bleibt anonym. Es wird nirgendwo Name erfasst oder IP erfasst. Und wir bekommen das dann als E-Mail, da ist ein neuer Antrag. Können da reinschauen und schon mal vorab sagen, entspricht dieser Antrag unserem Grundverständnis, gehen wir dem weiter nach. Und dann kommt er in die Fraktionssitzung, wo er dann weiter besprochen wird und jemand die Verantwortung dafür übernimmt, weil es zu dem Thema seines Ausschusses gehört. Während des ganzen Prozesses ist es möglich, immer wieder Kommentare dazu einzugeben. Also in dem Moment, wo ich da etwas abspeichere, während der Fraktionssitzung oder während ich es bearbeite, ist es online, kann gesehen werden und kann Kommentar dazu abgegeben werden. Und ich habe festgestellt, das ist ein hervorragendes Instrument. Bisher haben wir per E-Mail oder per Telefon Wünsche gekriegt, über was man mal einen Antrag stellen könnte. Oder eine Piratenarbeitsgruppe hat uns einen Antrag eingereicht, den wir dann eingereicht haben. Das können wir jetzt direkt über Open Antrag für jeden sichtbar,
so machen, ohne Zeitverzögerung, ohne dass es bei mir auf dem Schreibtisch liegt, bis ich die Zeit finde und es sehe. Sofort kann jeder, der diese Website aufruft, das sehen, und das Feedback bis jetzt ist durchaus positiv. Also ich habe noch keine negativen Stimmen dazu gehört. Sage ich auch noch was dazu. Mein Name ist Norbert Rücker, ich bin Fraktionsvorsitzender in der gemeinsamen Fraktion von Freie Wähler Piraten im Kreistag Darmstadt-Dieburg. Und man muss zum Landkreis Darmstadt-Dieburg sagen, das ist halt 290.000 Einwohner auf 660 Quadratkilometer in einer eher ländlichen Umgebung. Und da ist es halt ein bisschen schwieriger, mal in der Fraktion vorbeizusehen und mit seinem Abgeordneten zu sprechen. Also aus dem Grund waren wir auch sehr interessiert, als uns das vor anderthalb Monaten das erste Mal gezeigt worden ist. Und wir setzen allerdings eine andere Software ein, die die Webinhalte ausliefert. Deshalb sind wir momentan noch in der Entwicklung mit dem Entwicklerteam, das so zu entkoppeln, dass man das halt auch unabhängig jetzt von dieser Seite, die da angestellt ist, ausgeliefert ist. Das heißt, für den Bürger, der dann Anträge stellt, wird das so aussehen, als ob das über unsere Fraktionswebseite funktioniert, aber im Hintergrund wird dann genauso Open Antrag laufen. Und der Vorteil ist, die Arbeit, die wir jetzt machen, kann dann halt auch von anderen wieder genutzt werden. Das heißt, es ist im Endeffekt ein System, das man dann ganz normal anflanschen kann an das, was man normalerweise sowieso schon benutzt, um mit dem Bürger zu kommunizieren. Was ich da vielleicht ganz kurz mal anschließen kann, ist, dass von vornherein die Plattform so ausgerichtet wurde, dass sie auch maschinell auslesbar ist. Das heißt, sie hat eine API-Schnittstellen. Jedes Byte, was in diesem Open-Antrag landet, Kommentare, Anträge, Schnickschnack, lässt sich alles auch maschinell auslesen, um halt eben den Fraktionen auch die Möglichkeit zu geben, ihre Benutzer, also ihre Website-Besucher auch damit durch ihre Webseite zu ermöglichen, Anträge einzustellen. Also man muss nicht unbedingt auf dieses Open-Antrag gehen, sondern jede Fraktion hat die Möglichkeit, über die API sich da maschinell anzuflanschen. Ja, und auch obwohl der Ursprung jetzt von Open-Antrag ja sehr aus Hessen hier kommt und auch die hessischen Kommunalvertreter jetzt vertreten sind, breitet sich dieses Projekt quasi jetzt deutschlandweit bei den Fraktionen aus. Deswegen jetzt zwei Vertreter noch hier aus Braunschweig, einmal Niedersachsen und aus Nordrhein-Westfalen. Sie können sich auch noch mal selber vorstellen, Ihre Erwartungen an Open-Antrag kurz schildern. Ja, Joachim Paul, Fraktionsvorsitzender der Landtagsfraktion der Piraten in Nordrhein-Westfalen. Für uns kam es darauf an, dass wir Piraten haben von Anfang an über mehr Bürgerbeteiligung geredet und jetzt wird das auch getan und umgesetzt. Wir haben schon kurz nach Gründung der Fraktion letztes Jahr im Mai ein Antragsportal, was relativ kryptisch und benutzerunfreundlich ist, in Nordrhein-Westfalen eingesetzt. Das wurde vorwiegend von Parteimitgliedern genutzt. Und jetzt ist es eben klasse, dass wir mit Open Antrag ein sehr, sehr einfach zu bedienendes, offenes Benutzerportal haben, das wir auch noch an unsere fraktionsinterne Software benutzen, projektmanagement-orientiertes Werkzeug namens Redmine, dass man das da anpflanzen kann, dass quasi ein über Open Antrag eingereicht der Antrag dort ein sogenanntes Ticket aufmacht mit all den Durchlaufstadien, die es dann hat. Wie das eben auch schon gesagt wurde, ist es nicht so, dass man natürlich jeden Antrag einfach blind übernimmt, sondern der muss in der Fraktion noch bearbeitet werden. Oder aber, und das ist noch viel wichtiger, das geht bei uns auch in einem Arbeitskreis, der sich zusammensetzt aus Mitgliedern des Fraktionsarbeitskreises, die entsprechend der Ausschüsse zusammengestellt sind, und einem Arbeitskreis in der Partei. Gleichwohl ist es aber für jeden Bürger offen, dort Anträge einzustellen. Und der zweite Grund, warum wir das tun, ist, wir wollen nächstes Jahr in Nordrhein-Westfalen unseren kommenden, sag ich mal, Mitgliedern in den kommunalen Fraktionen einfach mit gutem Beispiel vorangehen. In Nordrhein-Westfalen gibt es nur einige wenige Piratenratsmitglieder in den kommunalen Einrichtungen. Jetzt machen wir quasi in NRW den Aufschlag, indem wir sagen, wir wollen als Landtagsfraktion mit gutem Beispiel vorangehen und gucken, wenn wir 2014 die Kommunalwahl haben, dass die Piraten, die dann vor Ort in die Stadt und Kreistage einziehen, dieses Tool auch benutzen. Ja. Ich bin Jens Häufert-Schicke-Uffmann, Spitzenkandidat der Landesliste in Niedersachsen, aber hier vor allem als Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Braunschweig. Wir haben jetzt vor eineinhalb Wochen beschlossen, dass wir uns auch an dieses System anschließen wollen. Ich erhoffe mir davon vor allem
mehr niederschwellige Bürgerbeteiligung. Also es war natürlich auch jetzt möglich, man kann in der Fraktion anrufen, man kann einen Brief schreiben, man kann vorbeikommen, aber wir haben die Erfahrung gemacht, es kommen immer die Leute vorbei und es schreiben immer die Leute Brief und es rufen auch immer die Leute an, die sowieso schon eine gut organisierte Interessensvertretung sind oder haben zumindest. Das ist mir deutlich zu einseitig. Wir haben in Braunschweig schon sehr gute Erfahrungen gemacht mit möglichst niederschwelligen Angeboten. Da ging es um Fahrradwegproblematiken, wo wir hunderte von Anregungen bekommen haben von den Bürgern. Das zeigt, es ist tatsächlich so, wenn man es einfach macht, kommen auch Anregungen. Und es geht, glaube ich, allen Politikern in den Parlamenten so, dass man über Anregungen immer dankbar ist. Weil es gibt immer Dinge, die die Verwaltung falsch macht, die man übersehen hat. Einfach weil man mit einem bestimmten Bereich nicht persönlich in Berührung gekommen ist oder weil auch der Bekanntenkreis da wenig mit zu tun hat. Das andere, was ich mir gerade als Kommunalpolitiker erhoffe, ist ein gewisser Marketing-Effekt. Das hängt damit zusammen, es ist für die Leute schwierig, Kanäle zu finden, wo sie ihre Anregungen loswerden können. Das heißt, sie müssen sich irgendwie informieren. Sie müssen herausfinden, wo genau im Rathaus sind denn die Leute. Sie müssen vielleicht den Pförtner fragen. Das sind alles kleine Hürden. Wohingegen ein einheitliches Portal, wo man deutschlandweit Anträge einreichen kann und direkt sieht, aha, ich bin in Braunschweig, das soll an die Braunschweiger Fraktion, ist das nur ein, zwei Klicks entfernt. Ich glaube, dass auch dadurch, dass es einen einheitlichen Anlaufpunkt gibt, die Beteiligung noch deutlich zunehmen kann gegenüber, wenn jetzt die Braunschweiger Fraktion irgendwie noch mal ihr eigenes kleines Systemchen baut. Ja, und es ist natürlich klar, sollte in Hessen die Piraten in den Landtag einziehen und eine Landtagsfraktion gründen, werden sie dieses Portal einsetzen. Das heißt, Hessen selber ist ja ein Bundesland, was gerade bei Bürgerbeteiligung im digitalen Bereich bis hinten steht. Es ist das einzige Bundesland, wo zum Beispiel keine E-Petitionen eingereicht werden können. Also Petitionen übers Internet zum Beispiel sind in Hessen nicht möglich als einziges Bundesland. Open Data, die transparente Darstellung von Verwaltungs- und Regierungsdaten findet hier überhaupt nicht statt. Also Hessen liegt bis hinten. Und falls wir Piraten einziehen sollten, werden wir natürlich direkt mit diesem Portal einziehen. Wir werden direkt den hessischen Mitmenschen die Möglichkeit geben, Anträge über uns in das hessische Landesparlament einzubringen und damit einfach Hessen von einem aktuellen Nullpunkt der digitalen Bürgerbeteiligung auf ein sehr hohes Niveau bringen, was eben auch vorher noch nie da gewesen ist. So, soweit die Vorstellung. Jetzt ist Zeit für Fragen. Wenn Sie Fragen haben, gerne. Ich hätte eine. Wie funktioniert denn das, also diese Anträge, wenn die formell im Parlament landen, dann sind die ja immer in einer bestimmten, die brauchen ja Formalia und so weiter. Kann ich da einfach auch reinschreiben, als würde ich eine E-Mail schreiben, ich finde das blöd, dass man beim Zoo nicht mehr, an dem Kassenhäuschen sein Wochenticket kaufen kann. Und dann würde das, wenn die Piratenfraktion die jeweilige das sinnvoll findet, würde die das dann so ausformulieren, dass das sozusagen dem Antrag genügt. Genau die Erfahrung haben wir in Wiesbaden gemacht. Und zwar, wir nehmen alles an, was Text ist. Ja, also wir haben da schon Sachen gesehen, die waren sehr schlecht formuliert, aber das macht nichts, weil wir sind ja dazu da, nehmen die Anregung raus und formulieren das in einen Antrag um, der im Stadtparlament dann behandelt wird. Das ist die Aufgabe von den Parlamentariern, die Anregungen, die von außen kommen, so zu formulieren, dass man sie abstimmen kann. Ja? Also im Parlament oder im Ausschuss oder sonst wo. Und ich habe Sie richtig, wenn ich kurz nachfragen darf, noch, ich habe Sie richtig verstanden, wenn da jetzt eine Gruppe von Bürgern schreibt, wir wollen in unserem Stadtteil auf keinen Fall ein Heim für Asylsuchende, dann würden Sie das wahrscheinlich, wenn Sie der Meinung sind, das ist Blödsinn, würden Sie diesen Antrag nicht, diese Anregung nicht aufnehmen. Also die das läuft durch einen Piratenfilter, einen politischen. Definitiv, weil die Mandatsträger, die auf die piratigen Mandatsträger sind, an ihr Gewissen gebunden und natürlich an ihre, sag ich mal, ihr politisches Selbstverständnis. Wenn jetzt, ich gebe immer das Beispiel, wenn jemand einen Kindergarten bauen lassen möchte, nur für deutsche Kinder, ja, dann können Sie davon ausgehen, dass die meisten Piraten sagen, ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Ja? Also das geht so nicht. Also dieser Filter, das sind Menschen. Das ist keine Software, das ist keine Technik, die da filtert, sondern da sitzt man halt in der Fraktionssitzung und denkt sich, das ist gut, das ist doof, das ist gut, das ist doof. Wenn Sie mit Bürgerbeteiligung beschäftigen, zum Beispiel Stichwort Bürgerhaushalt, den Banken, der Sachen entscheidet,
Feedback ganz wichtig ist für die Leute. Ne? Da haben wir jetzt noch nicht so gesagt, stellen Sie sich das vor. Also wer dann sozusagen, welche Form auch immer schriftlich was einreicht, wenn Sie das entsprechend aufnehmen oder eben auch ablehnen, wie läuft das praktisch? Kriegt er eine E-Mail, kriegt er einen Anruf, was damit weiter passiert? Wir erfassen ja keinerlei Daten, keinen Namen, keine IP. Das Feedback passiert nur über die Webseite. Wenn ich die Anträge bearbeite, habe ich die Möglichkeit und nutze die auch, einzugeben, wie entschieden wurde in jeder Stufe. Und wenn jetzt eben das nur der Kindergarten für Deutsch ist, würde dann in meiner Bearbeitung im Kommentarfeld meine Meinung und die Meinung der Fraktion dazu landen. So hat der, der es eingegeben hat, jederzeit die Möglichkeit, auf dieser Seite nachzuvollziehen, was passiert da. Also dieser Antrag würde auch nicht gelöscht. Das widerspricht unserem Verständnis von Transparenz, sondern er würde mit unserer Meinung kommentiert werden. Sie müssen dann aktiv nochmal selber nachschauen, wie Sie das kommentieren, wie Sie damit weiter umgehen. Er gibt nicht von sich aus, von Ihnen aus. Er muss sich selbst informieren, wie es mit seiner Anregung weitergeht, ja. Ganz kurz dazu, in Wiesbaden mit dem in dem Pilotprojekt ist das, haben wir uns deswegen dazu entschieden, weil sehr häufig bei Antragstellern, die man vielleicht kennt aus der Kommunalpolitik, eine persönliche bzw. auch eine ideologische Ebene reinkommt. Ich meine, wir haben es schon oft genug erlebt, dass Piratenanträge abgelehnt werden, nur weil sie von den Piraten kommen sind, egal wie gut das Thema war. Ja? Und das Frappante an der Sache ist, dass inzwischen in der Wiesbadener Stadtverordnetenversammlung selbst die Stadtverordneten von Bürgeranträgen reden, von den anderen Parteien, auch der Stadtverordnetenvorsteher redet inzwischen von Bürgerantrag. Und da ist natürlich dann die Hemmschwelle, ich hoffe es mal, von den anderen Parteien wesentlich höher, das einfach abzulehnen, weil es von den Piraten kommt. Weil es, wir wollen uns in den Parlamenten mit Themen beschäftigen, weder mit persönlichen Animositäten oder mit Ideologien, sondern mit Themen, die die Bürger weiterbringen. Ich möchte an der Stelle gerne noch ergänzen, dass natürlich dem Antragsteller freigestellt ist, über das entsprechende Eingabefeld eine Kommunikation mit der Fraktion, die über das Anonyme hinausgeht, noch nachträglich herzustellen. Interessant in dem anderen Zusammenhang ist aber auch gleichzeitig die Kontrolle, die die Antragsteller haben über die Bearbeitung in der Fraktion. Bei uns in der Fraktion ist es so, dass wir den Antrag halt bearbeiten, vielleicht umformulieren, vielleicht ergänzen, je nachdem. Das kann man auch in Rückkopplung mit dem Antragsteller tun oder mit einem Arbeitskreis der Partei. Und dann wird natürlich auch das Abstimmungsergebnis innerhalb der Fraktion, ob der Antrag jetzt in den Landtag eingebracht wird oder nicht, natürlich auch kommuniziert. Das heißt, es gibt gleichzeitig noch so eine Form von Abstimmungsrückkopplung, was die Volksvertreter angeht, der viel feinmaschiger ist als das, was man sonst so kennt. Da hoffen wir uns natürlich auch dann davon, dass mehr oder weniger konstruktive Kritiken, wenn eben dann die Antragsteller sehen, wie dieser, ich sag mal, menschliche Filter in einer Fraktion arbeitet, an der Stelle wächst auch Kompetenz auf beiden Seiten, was das Vorbereiten von politischen Entscheidungen angeht. Das ist unsere große Hoffnung, denn irgendjemand hat mal gesagt, Demokratie muss jeden Tag gelernt werden und wir machen da jetzt irgendwie neu gelernt werden und wir machen da jetzt eben irgendwie unsere Software drauf. Das ist online, ja. Ich wollte gerade, wenn Sie auf den Bildschirm mal schauen mögen, auf die Übersichtsseite sieht man bei jedem Antrag, sieht man auch so leicht farblich abgesetzt, in welchem Status dieser Antrag ist. Und jeder Antrag hat eine eigene Seite. Also in dem Fall ist es openantrag/wiesbaden/öpnv2020. Und hier sind die ganzen Bearbeitungsschritte, die die Fraktion durchgeführt hat, um diesen Antrag entsprechend zu bearbeiten. Und dann würde es in dem Fall weitergehen mit den nächsten Schritten. Und jeder Schritt ausführlich dokumentiert etc. etc. Also in Frankfurt sieht man das auch sehr, sehr schön. Der Herbert Förster hat da ein paar Sachen nachgepflegt, die in den letzten Monaten reingekommen sind. Da sieht man auch toll, er hat eine ganze Menge jetzt schon inzwischen. Das ist ein sehr großer Antrag. So, und hier wird dann auch in den Ältestenausschuss eingebracht und die Beschreibung und in die Stadtversammlung etc. etc. Und dann am Ende ist der Antrag irgendwann erledigt oder abgelehnt oder irgendwas. Und zu jeder Zeit gibt es die Möglichkeit, Kommentare einzugeben. Also der Bürger kann sich aktiv daran beteiligen, was der Joachim eben sagte. Er kann zwar seinen Namen beim Antragstellen nicht oben eingeben,
Aber er kann es in den Text reinschreiben, wenn er das möchte. Oder er kann es kommentieren. Das ist mein Antrag. Wenn er das möchte, dann ist das halt so. Aber wir wollen eigentlich den Leuten die Möglichkeit geben, das auch anonym einzustellen. Kann man auch jederzeit sehen, weil es gibt eine Übersichtsseite, und zwar mit Themen. Und das, was zurzeit recht stark ist, das Portal ist erst seit ein paar Wochen online. Und wir haben die Daten von Wiesbaden, von unseren Pilotprojekten eingepflegt, ist sehr stark Interesse an Verkehr und Haushalt. Das sind so Sachen, ich brauche da eine Ampel oder da sollte der Bürgersteig abgesenkt werden. Das sind ganz profane Dinge, aber das sind Dinge, die die Menschen beschäftigen und die stellen sie uns ein. Also ich glaube, für die Landtagsfraktion NRW kann ich, ich glaube, ihr habt 50 Leute, ne? Es ist in der Tat so, wir sind 20 Abgeordnete, jeder der Abgeordneten hat ein entsprechendes Budget für persönliche Mitarbeiter und dann gibt es noch einen Fraktionsstab mit den Referenten, deren Fachkompetenzen sich an den Ausschüssen im Landtag, an den 20 Ausschüssen orientieren. Wir sind zusammengenommen mit Abgeordneten 70 Leute in NRW. Und wir sind ein bisschen anders strukturiert jetzt als andere Fraktionen, das merkt man schon bei der Pressearbeit. Wir haben beispielsweise einen Pressesprecher, der zwei Assistenten hat. Der eine kümmert sich mehr um den Printbereich und der andere füttert Social Media. Und dann gibt es noch einen, der für Streaming und Fraktionssitzungen und sowas zuständig ist, quasi so ein Techniker. Wir haben diverse Leute im Verwaltungsbereich, die das mit abarbeiten können. Ist natürlich für eine Landtagsfraktion einfacher als für eine kommunale Fraktion. Aber ich kann auch sagen, man kann das Ding auch in Anführungszeichen missbrauchen, wenn der ein oder andere Bürger Bock auf eine große Anfrage hat beispielsweise. Eine große Anfrage im Landtag von NRW braucht mindestens die Unterschrift entweder der Fraktion oder von 7 Abgeordneten. Kleine Anfragen kann ein Abgeordneter übernehmen, das machen dann meist die Fachabgeordneten. Die Leute, die einfach nur was wissen wollen. Wir hatten vor kurzem diesen PCB-Skandal, also PCB in Schulen, in Schulaltbauten und sowas. Da kamen dann auch Bürgerfragen. Wir sehen das als den richtigen Weg, um möglichst schnell und auch zeitnah und konstruktiv in der Interaktion mit dem Antragsteller von draußen da zu vernünftigen parlamentarischen Ergebnissen zu kommen. Ich weiß nicht, ob die anderen Fraktionen das freuen wird, weil manchmal ist es taktisches Geschick, less is more, weniger oder mehr Anträge für eine Plenarsession zu stellen. Das muss man dann sehen, wie das verbastelt. Es könnte durchaus auch sein, dass mehrere Leute einen Antrag stellen, in dieselbe Richtung geht. Dann ist es die Aufgabe der Fraktion zu sagen, okay, wir schweißen da einen raus zusammen. Ne? Also sehr viel konstruktive Arbeit, aber das Schöne, was wir eben hoffen, deswegen haben wir letzten Monat per Fraktionsbeschluss, das ist uns auch elektronisch gegangen, wir haben ein Umlaufbeschlussverfahren. Am 23. Juli, einige waren schon in Urlaub, haben wir beschlossen zu sagen, wir unterstützen das Ding und wir wenden das selber direkt an, weil wir uns sehr viel davon versprechen, auch in der Rückkopplung mit den Leuten von draußen. Vielleicht nochmal aus der Sicht einer viel kleineren Fraktion. Also wir haben 2 Fraktionsmitglieder und noch 2 volle Mitarbeiterstellen. Und wie gesagt, wir haben schon mal ein Projekt durchgezogen, da haben wir 400 Anregungen bearbeitet. Die lagen allerdings strukturierter vor. Man darf nicht unterschätzen, wie viel effizienter man auch politisch arbeiten kann mit technischer Unterstützung. Dieses System ist super einfach, maschinell auslesbar. Das geht von dort aus direkt, ohne dass irgendjemand irgendwas anfasst, erstmal in die fraktionsinternen Ticketsysteme. Bis dahin hat noch kein Fraktionsmitglied überhaupt oder Mitarbeiter überhaupt irgendwie Arbeitszeit reingesteckt. Dann muss es eine Person einmal querlesen, um zu gucken, ob das grober Quatsch ist oder was Vernünftiges. Das geht meistens recht schnell. Und dann erst kommt es in die Fraktionssitzung. Und auch da, man unterhält sich kurz drüber. Bei komplizierten Themen ist es dann natürlich aufwendig, aber viele der Anregungen, die ich da erwarte, die sind sehr kleinteilig. Das kam gerade schon, da ist ein Fahrradweg nicht ordentlich, da parken die Leute immer falsch, da ist ein Baum umgekippt. Also das ist ja ein großer Anteil dieser Anregungen sind von dieser Komplexität oder eben auch Nicht-Komplexität. Und das kann man dann wieder elektronisch sehr schnell an die zuständigen Leute in der Verwaltung schieben. Und da, wo es politisch wird, da wird dann auch tatsächlich erst die Arbeitszeit reinkommen. Aber das ist nun mal Aufgabe der Parlamentarier, dass das politisch geregelt werden muss, politisch zu regeln. Und bisher haben wir in Braunschweig zumindest noch keinerlei Bürgeranregungen irgendwie unter den Tisch fallen lassen müssen, weil wir keine Zeit mehr gehabt hätten. Kann ich auch noch ergänzen? Also ich verspreche mir auch dadurch, dass die Anträge von kleinen Fraktionen mehr Gewicht bekommen. Weil die Erfahrung oft ist, wenn man halt als kleine Fraktion Anträge stellt, dass die oft mit dem Argument abgelehnt werden, ja, das interessiert ja euch nur als kleine Fraktion. Das ist ja kein Thema, was den Bürger interessiert. Und in dem Rahmen, wo ich jetzt dann sagen kann, hier, ich habe aber im System 40 Anträge zu dem Thema. Das heißt, es sind nicht nur wir haben uns das nicht einfallen lassen, sondern das ist wirklich ein Thema, was die Leute aufregt, wo die einfach auch irgendeine Reaktion haben wollen, dann versprechen wir einfach da mehr Gewicht für unsere Anträge, auch als kleine Fraktion.
Ein kurzer Nachsatz noch zu den, also beziehungsweise ein Ausblick. Dadurch, dass jetzt 28 Fraktionen da schon vertreten sind, ja, wird das System mit der Zeit auch mit Sicherheit so ein fraktionsübergreifendes, so ein Austauschsystem sein können. Weil ich meine, wenn die Landtagsfraktion in NRW einen super Antrag durchgebracht hat im Landtag, wieso soll das nichts auch für die Landtagsabgeordneten in Hessen sein, sowas. Ja? Also damit lässt sich dann auch einmal schauen, was machen denn andere Fraktionen so? Oder welche tollen Möglichkeiten gibt es denn bei uns, die wir durchführen können, was die anderen schon gemacht haben? Ja, vielleicht auch noch als Beispiel. Heute zum Beispiel ist zum Beispiel für Schleswig-Holstein, für die Landtagsfraktion, auch die entsprechende Seite in dem Portal live geschaltet worden. Die werden also ab sofort im Landtag in Schleswig-Holstein auch dieses Portal einsetzen, um mit Menschen an der Politik beteiligen zu können. Ja, und ich habe auch schon eine Zusage von der Landtagsfraktion im Saarland. Die haben heute Fraktionssitzungen, werden es da besprechen. Also Zusage noch nicht, aber die werden es heute besprechen. Aber die Stimmung ist sehr, sehr gut. Also ich denke mal, die werden auch demnächst dabei sein. Gut, gibt es noch Fragen? Scheint nicht der Fall. Wie sieht die Bundestagswahl aus? Hat hier noch jemand Wortbeiträge? Das sieht auch nicht so aus. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Zeit. Freue mich, dass Sie da gewesen sind. Und hoffe, dass auch vielleicht Sie mal, wenn Sie Lust und Zeit und Interesse haben, für Ihr Kommunalparlament in Hessen zum Beispiel, einfach mal einen Antrag stellen und gucken, was passiert. Vielen Dank.